Oh, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Fever. Wir haben ja jetzt die Linie versucht mit dem Öl hier in Ribbesbüttel. Und sie läuft einwandfrei. Entschuldigung, habe einen kleinen Frosch im Hals. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir diesen Treibstoff hier, der hier aktuell lagert, noch weiter verteilen. Ja, wir müssen ihn unbedingt noch weiter verteilen, weil wir bekommen das hier alles gar nicht weg. Deswegen lassen wir jetzt hier mal trotzdem auf schnell laufen. Und ich würde trotzdem sagen, wir bringen den Treibstoff ja mittlerweile schon per Straße von hier oben nach Ribbesbüttel runter hier. Und hier geht wiederum der Treibstoff nach Drehensteinfurt. Nach hier oben. Und jetzt wäre meine Idee, wir schicken jetzt einen zusätzlichen Zug. Einen zusätzlichen Zug. Von hier mit Treibstoff nach hier. Und könnten dann wiederum den Treibstoff auch wieder weiter nach hier hinten mal bringen. Nach Schweinrich. Ja? Und ich glaube, das werden wir in dieser Folge auch mal machen. Denn wir haben hier schon eine Zuglinie für diese beiden Städte. Und wir müssten nur hier hinterfahren. Wir bräuchten also nur hier, wenn wir jetzt mal uns das ansehen. Genau. Wir müssten eigentlich nur hier das Gleis erweitern. Hier rum. Dazu müssten wir jetzt mal schauen, wenn wir jetzt hier einen Bahnhof bauen. Zack. Und zwar nehmen wir einen 80 Meter Bahnhof eingleisig und binden ihn hier an. Ist noch ein bisschen teuer. Hier ist Scheiße. Hier erreichen wir nicht viel. Wir müssten also hier hin. Um wirklich alles zu erreichen. Also werden wir jetzt einfach mal schauen, was uns das kostet. Wenn wir jetzt hier die Straße so bauen. Zack. Jetzt bauen wir den kleinen Bahnhof hier hin. Und wir haben hier etwas Neues. Einen Dampfer haben wir. Okay. Jetzt bauen wir mal hier noch eine Straße. Zack. Normalerweise müsste doch jetzt. Genau, jetzt wird es mit eingebunden. Wir bauen das jetzt so. Wir machen aber hier gleich zwei Gleise. 119, 118, 117. Ein bisschen sparen müssen wir noch. Ah, jetzt habe ich hier einen Passagierbahnhof gebaut. Mist. Muss ich natürlich wieder wegreißen. Oder kann man den ändern? Aufrüsten. Nein. Nein. Mist. Müssen wir neu bauen. Wir brauchen einen Güterbahnhof. Hier. So. Und jetzt brauchen wir hier noch eine Abzweigung an Gleisen. Hier lassen wir weiterführen. Und dann führen wir die Krümmung hier hin. Zack. Zack. Somit werden wir hier in Krümmung zu groß. Jetzt passt's. Somit werden wir hier ein bisschen flexibler. Bauen wir das gleich so. Und jetzt brauchen wir hier hinten noch einen Bahnhof. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie bauen wir das jetzt am besten. Wir bräuchten den Bahnhof eigentlich hier. Eigentlich wäre das Optimum, wenn wir später müssen wir hier eh umbauen und müssen die Gleise hier durchlegen. Das heißt, wie bauen wir das jetzt?
Ja, eigentlich wäre das hier die optimale Abdeckung. Ne? Ist halt alles ein bisschen teuer hier, ne? Oder wir bauen es jetzt mal so. Was kostet denn uns das, wenn wir einmal hier durchgehen? Komm, das machen wir. Zack. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Hier. Bauen wir aber so. Nö. Ist doof. Erreichen wir hier hinten den nicht. Moment mal, jetzt erreichen wir gar niemanden. Wir erreichen hier das so und so nicht. Ja, hier erreichen wir aber mehr Industrie. Wir müssen es aber so machen. Moment mal, Leute. So bekommen wir es. So müssen wir es bauen. Zack. So, genau. Und jetzt führen wir diese Strecke an die hier ran. Ein Stück noch hier. Und jetzt verbinden wir diese hier. So. Ja, genau. Und so. Zack. Jetzt brauchen wir einmal hier ein Signal. Hier ein Signal. Und hier ein Signal. Dann müsste es übereinstimmen eigentlich. Wo haben wir jetzt hier ein Signal? Hier hinten, ne? Das ist ein bisschen weit. Wir müssen also jetzt hier noch ein Signal setzen. Und hier noch eins setzen. Und erschaffen jetzt hier eine neue Linie von hier nach hier. Und nennen das ZG01. Treibstoff Freinsheim. Freins, dann schreiben wir halt nur Freins. So. Jetzt holen wir uns einen Zug. Und jetzt stellen wir aber fest, dass wenn wir Pech haben, dass dieser Zug gar nicht auf unserer Linie drauf kann. Wenn wir Pech haben. Wovon ich mal jetzt nicht ausgehe. Züge kaufen. Wir müssen leider den hier nehmen. Wir müssen noch ein bisschen auf die Kosten schauen. Jetzt brauchen wir hier Güterwaggons, Rohöl, Öl und Treibstoff. Haben wir Treibstoff? Oh, wir haben aktuell Minus. Müssen kurz warten. Das hat sich aber gleich wieder. Machen das jetzt zu. Was sagt die Firma hier? Produktion fährt nach unten. Produktion ist einigermaßen stabil. Wir müssen den Abtransport besser gewährleisten.
Wir hätten hier trotzdem zwei Gleise machen sollen. Dann hätten wir einen nach hier unten schicken können. Nach Ribesbüttel und hätten von hier direkt den Treibstoff nach hier oben fahren können mit dem Zug. Was ist hier los? Versuche mehr Einheiten ab. Ja. Wir transportieren zu wenig Einheiten ab. Also wir müssen das alles jetzt irgendwie vergrößern noch. Was müssen wir jetzt nochmal hier? Züge kaufen. Güter. Treibstoff. Warum 156.000 kostet einer? Seid ihr noch ganz sauber? Okay, wir müssen hier auf jeden Fall noch mehr draufsetzen. Straßenfahrzeuge kaufen. Pferdefuhrwerk. Treibstoff. Linie zuweisen. Und zwar ist das... wo sind wir jetzt? Hier. Treibstoff Ribesbüttel. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Na komm, gib mir Geld. Ich brauche Geld. Und dann schicken wir noch Treibstoff nach Drehensteinfurt hoch, um noch mehr Einheiten abzutransportieren. Hier die Produktion ist stabil bei ca. 110. Also, wir haben hier jetzt aktuell eine Treibstoff... Oh, 69%. Was machen unsere Linien? Machen alle Plus. Okay. Wir rutschen aktuell ein bisschen ins Minus, weil wir es nicht schaffen, diesen Treibstoff hier abzutransportieren. Es ist einfach ein bisschen zu viel. Wir müssten eigentlich noch Straßenfahrzeuge nach Drehensteinfurt schicken, um hier... Zack. So. Was haben wir für einen Takt? Treibstoff drehen Steinfurt 3 Minuten ist noch ein bisschen lang. Ja, das regt mich jetzt auf. Wir haben jetzt hier diese Linie so schön fertig gebaut, aber wir haben kein Geld, dass wir jetzt diesen Zug fertigstellen können. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Und hier kommen wir einfach nicht hinterher. Die Produktion ist wieder hochgefahren. Aber es ist einfach, hier ist viel zu viel. Ja, wir müssen die Einheiten abtransportieren. Wir kommen nicht hinterher. Wir haben hier 209 Treibstoff lagernd. 133, Produktion liegt bei 150. Also wir brauchen hier diesen Zug. Was ist hier los? Zwei. Wie viele sind hier drinnen? 15 von 18. Hier. 15 von 18. Also das ist mir noch ein bisschen wenig, ja. Es fahren noch ein bisschen wenig mit dem Zug. Ich weiß aber nicht, wieso die alle immer noch hier mit dem Bus fahren. Ich bin am Überlegen, ob wir das jetzt nicht ändern und nur diese innerstädtische Verbindung hier behalten, nur ein ÖPNV machen, um
die Leute hier zum Bahnhof zu bringen. Jetzt muss ich diesen Zug kaufen, aber wir müssten schon wieder die Fahrzeuge ersetzen. Zack, zack, ja. Der Zug 2 kommt bald. Er ist schon 26 Jahre jetzt alt. Wir lassen jetzt mal noch bis 1890 laufen. Hier, diese Linie macht ja sowieso Plus, ne? Finanzen, ja, macht nur Plus, diese Linie. Die werde ich auch erstmal so behalten. Finanzen, ja, wir machen nicht so viel Plus, wie ich eigentlich möchte. Also eigentlich würde ich mehr Plus haben wollen, weil hier zum Beispiel 400.000 plus zeitweise wäre mir schon lieber, ne? So. Wir werden jetzt hier einen... Wir hätten eine Kapazität von 5. Wir bräuchten eigentlich 2 Stück. Einen. Einen einzigen Kesselwagen brauche ich noch. Komm, gib mir noch 50.000. 17. Einen Kesselwagen brauchen wir noch. Dann können wir nämlich mit einer Ding 10 Einheiten nach Frensheim bringen. Ich denke, das könnte auch funktionieren. Wir könnten in dieser Zeit schnell gucken. Und zwar, glaube ich, funktioniert die Linie nicht ganz. Erstmal müssen wir hier die Farbe ändern. Die ist grauenhaft. So ist besser, genau. Funktioniert soweit. Aber hier funktioniert sie nicht, genau. Züge kaufen, zack. Pausieren. Treibstoff. Kaufen. So, und jetzt ändern wir hier mal kurz die Linienführung. Und zwar hier weiter. Und dann möchte ich hier erst den Wechsel haben. Genau. Jetzt Linie zuweisen, Treibstoff freins. Und jetzt können wir wieder Gas geben. Was haben wir freigeschalten? Eine neue Lok. Und wir haben einen neuen LKW. Das ist sehr gut. So, die Linie ist in Betrieb. Die Linie ist jetzt in Betrieb. Wir müssen jetzt nur noch warten bis hier. Wir haben jetzt das Angebot gegeben. Schnuckliger Zug, 2 Waggons. Schnucklig. Was haben wir hier eigentlich? Finanzen? Ja, müsste schon ganz schön was bringen.
viel wollte ich? Was wollte ich jetzt hier eigentlich schauen? $73.000 kostet er im Jahr. Das heißt, wir müssten mindestens 100.000 im Jahr verdienen mit dieser Linie. Ich hoffe, dass jetzt hier dann bald mal etwas wartet. Und jetzt müssen wir uns um unseren Fahrzeugersatz kümmern. Es hat einfach sonst keinen Sinn. Zack, zack, Alter. Und zwar brauchen wir hier einen Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen, Passagiere. Zack, zack, zack. Friensheim, Demka ist erledigt. Hier haben wir das Problem. Fahrzeugersatz ist aktiviert. Okay, 407.000 kostet das pro Fahrzeug. Hm? 10 Jahre? So, umstellen. Jetzt ist das besser. Hoffentlich wartet da jetzt dann auch mal was. Ansonsten sieht's mau aus. Wir werden jetzt Folgendes tun. Güter. Hiermit sind wir nämlich schneller. Jetzt kommt der Landauer. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. 31.000 kostet dieser LKW. Wir kriegen den Treibstoff hier nicht weg. Elf Minuten. Oder wir bringen den Treibstoff zusätzlich von hier mit dem Zug noch hier oben. Vielleicht war das einfach noch zu früh mit unserem Zug hier. Denn wir haben hier nur eine 5%ige Abdeckung an Treibstoff. Und hier in Ribbesbüttel 89. Das heißt, wir könnten rein theoretisch noch ein bisschen fluten. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Da es nicht funktioniert, werde ich den jetzt ins Depot schicken. Die Linie funktioniert noch nicht. Wir haben hier einfach, hallo, nur 7% Deckung. Wir brauchen aber hier mehr Deckung. Mhm. Wir hatten gerade vorhin so schönes Plus. Hier, 255.000 1988. Und jetzt machen wir nur noch Minus. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, den Fahrzeugersatz schalten wir aus. Nein. Den lassen wir drinnen.
Jetzt müssten wir dann eigentlich langsam wieder mal ins Plus kommen. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Treibstoff abtransportieren. Denn die fährt schon die Produktion zurück, die Ölquellen. Wir müssen Ribbesbüttel mehr antransportieren. Wir haben hier aktuell nur eine Deckung für Ribbesbüttel. Kann das sein, dass wir hier... Ja. Wir fahren nämlich jetzt Treibstoff drin, Steinfurt schon leer. Also müssen wir mehr Treibstoff nach Ribbesbüttel bringen. Zack. Linie. Zack. Dreh um. Fahr du dahin. Du gehst auch Treibstoff. Ach so, du bist schon Treibstoff Ribbesbüttel. So, dann du, oh, du gehst auch Treibstoff Ribbesbüttel, um mehr abzutransportieren. Dann kaufen wir uns jetzt einen solchen Treibstoff, zack, zack, Treibstoff Ribbesbüttel. Wir müssen hier mehr anliefern in Ribbesbüttel, damit sie hier wieder warten. Weil wir haben hier eigentlich den kompletten Treibstoff abgedeckt, bis auf hier diese beiden. Aber es lohnt sich noch nicht, weil ich habe für Gewerbe hier weder Brot noch Waren noch hier, was ist das, Werkzeuge, habe ich nichts, wo ich liefern kann, sonst könnte ich hier noch ein Depot machen. Wir müssen einfach hier nur noch ein bisschen mehr anliefern. In der Deckung von 89%. Und hier haben wir über 200 wartend. Was sind unsere neuen LKWs? Ah, hier. Ja, und wie es weitergeht mit unserem Öl in dieser Region, das seht ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Transport Fever. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.